Das ist eine Wiedergeburt der Rosa Luxemburg. Sie spricht uns aus dem Herzen. Sarah, gründe eine neue Partei. Ja, ich habe schon in der Linken meine politische Heimat verloren. Ich bin wirklich stinksauer über diese fortgesetzten Ankündigungen über eine Parteineugründung. Das beeindruckt mich jetzt nur begrenzt. Wollen Sie ja, dass wir Sie umbringen oder dass wir Sie ausschließen? Oder was ist Ihr Wunsch? Das ist eine Never-Ending-Story, die einfach zur vollständigen Zerstörung der Partei führen wird. Einige haben ja offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren. Wie genervt sind Sie von solchen Alleingängen von Sarah Wagenknecht? Alle Leute außerhalb dieser Partei überlegen sich, ob die Linke eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat. Anfang des Jahres, 15. Januar. Die Spitze der Partei Die Linke will Einigkeit demonstrieren. An einem historischen Tag. Dem Gedenken an die Ermordung der sozialistischen Vorbilder Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Aber einig und geschlossen ist Die Linke schon lange nicht mehr. Elke Breitenbach und Thomas Nord kommen jedes Jahr auf den Friedhof. Aber diesmal ist etwas anders. Ihre Partei, Die Linke, ist in einer existenziellen Krise, in einem toxischen Richtungsstreit. Der Weg, den Sarah Wagenknecht mit dieser Partei gehen will, ist nicht vereinbar mit dem, was die Partei an Programmatik hat und dem Weg, den wir für den richtigen halten. Und einmal bitte mit der Faust. Die Jugendherberge am Berliner Ostkreuz, einen Monat vorher. Über 100 Genossinnen und Genossen treffen sich, die sich als progressiver, also fortschrittlicher Teil der Partei beschreiben. Bundestagsabgeordnete sind dabei, auch der ehemalige Parteivorsitzende Bernd Rixinger. 10 Stunden werden sie miteinander diskutieren, über soziale Fragen, übers Klima, den Ukraine-Krieg. Elke Breitenbach und Thomas Nord haben das Treffen initiiert. Eigentlich soll es nur am Rande um Sarah Wagenknecht gehen. Und doch schwebt sie über allem. Wir machen uns Sorgen um die Partei. Und ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Das sind nicht nur die Wahlergebnisse, das sind auch Hunderte, wenn nicht mehr, Austritte aus dieser Partei. Wir sind in einer Krise. Sie muss gelöst werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann geht der Prozess der Erosion und der Zerbröselung dieser Partei weiter und sie rutscht in die bundespolitische Bedeutungslosigkeit. Dankeschön. Aus meinem Kreisverband sind vor 6 Wochen 20 von knapp über 200 Genossinnen und Genossen ausgetreten, wegen deren Namen wir nicht nennen wollen. Ich will so Leuten, eigentlich will ich den Namen gar nicht im Mund nehmen, für so Leute wie Sarah Wagenknecht und anderen Leuten unserer Partei eigentlich auch nicht den Gefallen tun, dass wir uns an diesen Leuten abmühen. Weil diese Leute sind nicht die Zukunft einer Linken, weil jede Linke, die es in der Zukunft gibt, ist eine progressive Linke. Entweder man ist Mitglied dieser Partei, dann kämpft man in dieser Partei um die Position, oder man sagt, ich will etwas anderes, dann verlässt man verdammt nochmal diese Partei. Und da ist für mich auch pluralistische Linke irgendwo zu Ende. Es gibt Grenzen. Die Außenpolitik zerfetzt die Partei. Weil wir nämlich wissen, dass es hier eine große Differenz in dieser Partei gibt. Die Spaltung der Linken, die findet doch längst statt. All diejenigen, die glauben, wir schließen Sarah Wagenknecht aus und dann ist alles schön. Die täuschen sich, um das mal ganz deutlich zu sagen. In dieser Partei gibt es in der Zwischenzeit eine politisch ernstzunehmende Richtung, die eine Anschlussfähigkeit nach rechts auch darstellt. Und dagegen werden wir aufstehen. Wir wollen, dass jemand, der dauerhaft die Beschlüsse und Grundwerte dieser Partei nicht vertritt, in dieser Partei öffentlich keine Funktion mehr wahrnehmen soll. Es ist eine Warnung an Sarah Wagenknecht. Sie wollen ein Zeichen setzen. Ein So geht es in der Linken nicht mehr weiter.
Wer ist für diese Erklärung? Es ist einstimmig und ich danke allen Anwesenden dafür, dass wir gemeinsam diese Erklärung verabschiedet haben. Nördlich von Berlin, Bernau. Anfang Februar. Die Stadthalle ist komplett ausverkauft. Das Interesse groß. Sarah Wagenknecht wird aus ihrem Buch Die Selbstgerechten lesen, das sie vor der Bundestagswahl 2021 veröffentlicht hat. Es wirkt in Teilen wie eine Abrechnung mit der eigenen Partei. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich grüße ganz herzlich die Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Dr. Sarah Wagenknecht. Das Vorwort heißt Zeitenwende, der Linksliberalismus und der Abschied von der liberalen Gesellschaft. Der vermeintlich grüne Linksliberalismus, den man vor Jahren noch für eine arglose Spinnerei von großstädtischen Biobohemiens und satten Wohlstandskids hätte halten können, treibt heute nicht nur Aufrüstung und Militarisierung voran und ist mitverantwortlich dafür, dass die Gefahr einer atomaren Eskalation in Europa wächst. Er streitet auch mit großer Werf und beängstigendem Erfolg dafür, dass abweichende Meinungen in der öffentlichen Diskussion möglichst nicht mehr vorkommen. Der moralisierende Linksliberalismus ist längst in einen neuen Autoritarismus gekippt, der totalitäre Züge trägt und die liberale Demokratie durch eine extreme Verengung des geduldeten Meinungsspektrums, durch missionarischen Erziehungseifer, Konformitätsdruck, Stigmatisierung und Ausgrenzung untergräbt. Vielen Dank. Den können Sie an jedem Ort ausbreiten. Sie können überall, wo Sie sind, Ihren eigenen roten Teppich ab jetzt mitnehmen. Herzlichen Dank, Sarah. Sarah Wagenknecht ist in der DDR aufgewachsen, trat 1989 noch in die SED ein. Sie beschreibt sich mittlerweile als linkskonservativ, ein Mix aus rechten und linken Positionen. Etwa Migration klar begrenzen, gegen zu viel Diversität, aber auch für mehr Umverteilung und gegen einen ungebändigten Kapitalismus. Das ist eine Wiedergeburt der Rosa Luxemburg. Eine, die so gegen den Strom schwimmt. Selbst in der Linken fühle ich mich nicht mehr wohl. Halten Sie durch, bleiben Sie stark. Endlich mal jemand, der eine bessere Weltsicht hat als ich, der das Gleiche sagt, stützt mich natürlich mächtig. Vielen, vielen Dank, gerne. Haben Sie eine voll, eine Partei zu gründen, eine neue Partei? Wir denken darüber nach, aber es ist schwierig. So, für den Weltfrieden einmal bitte. Und gründen Sie jetzt eine eigene oder eine neue Partei? Das wird immer wieder gefragt. Ich glaube, dass es einen politischen Bedarf tatsächlich gibt, aber es ist eben nicht so einfach. Man gründet nicht mal eben eine Partei, das wäre auch unverantwortlich. Also ich will ja nicht mit einem Flop am Ende die Linke zerstören und das neue Projekt ist aber auch nicht lebensfähig. Wo steht Sarah Wagenknecht am Ende des Jahres? Ich glaube, das war noch nie so schwer vorherzusagen wie in diesem Jahr. Also ich werde sicherlich nicht für die Linke noch mal im Bundestag sein. Das kann man, glaube ich, sicher sagen. Also entweder werde ich dann publizistisch arbeiten, was auch eine schöne Perspektive wäre, oder tatsächlich, es ergibt sich etwas Neues, aber da muss vieles zusammenkommen. Oder tatsächlich, das Wunder geschieht und die Linke rafft sich noch mal. Also das wäre natürlich die einfachste Lösung, aber sie ist zurzeit nicht in Reichweite, glaube ich. Vielen Dank. Zum ersten Mal sagt Sarah Wagenknecht in einem Interview, dass sie für die Linke nicht mehr antreten wird. Sie war von 2015 bis 2019 Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Jetzt scheint es so, als hätte sie sich von ihrer Linkspartei bereits verabschiedet. Aber es wird noch Monate dauern. Thomas Nord ist bereits mit 18 in die Partei eingetreten.
in der DDR in die SED. Er war 12 Jahre für die Linke im Bundestag. Nord kennt Wagenknecht gut. Elke Breitenbach war Sozialsenatorin in Berlin. Sie sitzt für die Linke im Abgeordnetenhaus. Die beiden gehören zu dem Teil der Partei, mit dem Wagenknecht in ihrem Buch scharf abrechnet. Sarah Wagenknecht kritisiert ja so die Lifestyle-Linken, ja, und den Linksliberalismus. Und dass sozusagen die Linken wirklich ihr Kernklientel, die sogenannte Arbeiterklasse, aus dem Blick verloren hat. Ja, aber weil Sie offen, Entschuldigung, für Sie ist tatsächlich der Arbeiter, der berühmte kleine Mann heißt es ja bei uns gerne, der berühmte kleine Mann ist weiß, ist männlich und ist Industriearbeiter. Das ist sowas von dem letzten Jahrhundert, dass ich fassungslos bin. Wir leben in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft. Hier leben Menschen mit unterschiedlichen Lebens- und Liebensvorstellungen. Und der Staat und die Politik muss sie dabei auch unterstützen, dass sie das so leben können und keine Diskriminierung und keine Ausgrenzung erfahren. Eine schwule Wohngemeinschaft tut niemand in der traditionellen Familie weh. Auch Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht nicht. Sondern es ist ein Selbstbestimmungsrecht. Und für dieses Selbstbestimmungsrecht und für diese Vielfalt muss eine linke Partei einstehen. Da bin ich so von überzeugt, weil Selbstbestimmung ein Menschenrecht ist. Die größte Lifestyle-Linke in der Partei ist doch Sarah Wagenknecht selber. Also ich meine, sie ist doch diejenige, die als Lifestyle-Frau durch die ganzen Hochglanzmagazine war. Dass ihre Partei kein erkennbares Profil mehr hat, dass niemand mehr weiß, wofür die Linke überhaupt noch steht, das ist das, was die beiden am meisten umtreibt. In ihrer Außendarstellung ist sie einfach ein Kessel Buntes. Ja? Da darf jeder mal was erzählen, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Und es gibt auch keine klare Linie, die für Bürgerinnen und Bürger außen erkennbar ist. Das kann auch gar nicht der Fall sein bei dem, was wir an unterschiedlichen Botschaften ausstrahlen. Aber sozusagen mein jahrzehntelanges Engagement für diese Partei hält mich davon ab, Schritte zu machen, die andere eben regelmäßig gehen inzwischen. Welche wären das? Es treten relativ viele Menschen aus. Aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Ja, selbstverständlich. Mehrfach. Wahlkampf in Berlin. Die Pannenwahl von 2021 muss wiederholt werden. Elke Breitenbach kämpft seit Wochen für ihre Partei auf der Straße. Darf ich Ihnen noch Infomaterial geben? Darf ich Ihnen noch Infomaterial geben? So, nicht so richtig. Zu der Linken. Darf ich Ihnen noch Infomaterial vorbeigeben? Naja. Ja, so weniger ist das letzte Mal. Ja. Die Linke ist mit Rot-Grün in der Regierung. Es sieht nicht sonderlich gut aus. Darf ich Ihnen noch Infomaterial zur Wahl geben? Haben Sie schon. Ja. Schönes Wochenende. Die Daumen. Danke. Darf ich Ihnen noch eine Tüte von den Linken geben? Ich habe schon gewählt und umgesetzt. Ja, ich wähle nichts. Sie wählen nichts, aber Sie haben schon gewählt? Ich habe schon gewählt, aber ich bin Protestwähler, weil es hat hier links passiert. Was ist denn Ihre Kritik? Ja, es wird ja nur noch für Fahrräder oder was weiß ich, also alles andere. Ich denke immer, ich bin auch mal so ehrlich. Alle Politiker fangen an zu lügen, wenn sie eine Macht haben. Wahlkampf kann grau sein in diesen Tagen. Ich weiß ja, heute mal richtig was Dickes an. Selbst mit Direktkandidatin Gloria Viaka. Sind ja Turnschuhe, finde ich auch schön. Wählen Sie uns, machen Sie nichts verkehrt. Solange die Linke nicht in der Lage ist, eine Frau Wagenknecht in die Wüste zu schicken, die noch immer die Kriegsschuld ausschließlich beim Westen sieht und nicht in der Lage ist, die Kriegsverbrechen Russlands und die Kriegsverbrechen Putins anzuerkennen, ist die Linke für mich keine Option. Die Linke ist nicht alleine Sarah Wagenknecht, sondern eine Partei, sind immer auch die Mitglieder einer Partei. Jetzt werden nicht alle zum Maischberger und anderen eingeladen, aber ich kann Ihnen sagen, Ihre Kritik teile ich und ich leide darunter und würde mir andere Positionen in meiner Partei wünschen. Kurz vor der Wahl passiert für Elke Breitenbach dann noch etwas Unerwartetes. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer melden sich zu Wort.
Manche von euch sind vermutlich überrascht, mich hier mit Sarah Wagenknecht Schulter an Schulter zu sehen. Aber es gibt einen sehr ernsten Grund dafür. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine. Und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Und wir waren der Meinung, es muss jetzt endlich was passieren, sonst werden demnächst noch Kampfjets geliefert. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben, was schon sehr viele unterschrieben haben und was auch noch viel unterschrieben werden kann. Und wir rufen auf zu einer großen Friedenskundgebung am 25. Februar in Berlin am Brandenburger Tor um 14 Uhr. Der Wahlabend am 12. Februar. Die Stimmung bei den Genossinnen und Genossen ist angespannt. Hallo. Wird die Linke die Regierungsbeteiligung in der Hauptstadt verlieren? Hat der Aufruf von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer der Partei in Berlin Stimmen gekostet? Über 200.000 Menschen haben das sogenannte Friedensmanifest der beiden schon unterzeichnet. Bei den Berliner Linken kommt das gar nicht gut an. Also dieser Aufruf von Wagenknecht jetzt nochmal, ich bin völlig entsetzt. Aber das ist nicht seit gestern so. Wer da alles unterschrieben hat, da bin ich ehrlich gesagt durchzudenken. Was habt ihr denn gelernt? Ich wollte dich nur nochmal vorher drücken. Alles wird gut. Ja, ja, was bleibt dann weiter übrig? Und das ist sie noch. Die Prognose für die Landtagswahl in Berlin. Unklar, wer hier am Ende die Nase vorn hat. Die CDU macht einen großen Sprung nach oben, fast 10 Punkte, 27,5. Die Linken verlieren knapp 2 Punkte, 12,5. Die AfD legt leicht zu, 9%. Die FDP wird erneut nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten sein, 4,5%. Und die anderen Parteien 9,5%. Am Ende wird die Linke in Berlin aus der Regierung fliegen. Immerhin nur 2% Verlust. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt mit 12,5% sind. Vor allem, nachdem wir gestern noch diesen Aufruf hatten von Sarah Wagenknecht und anderen, also mit Alice Schwarzer. Das hätte ja noch mal ganz anders reinkommen können. Zwei Wochen später, ein Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Krieges. Am Brandenburger Tor versammeln sich rund 13.000 Menschen zur Wagenknecht-Schwarzer-Kundgebung, um für Frieden und gegen Waffenlieferung zu demonstrieren. Das Publikum ist gemischt. Viele Friedensbewegte, etliche Regierungskritische, anti-amerikanische, linke, aber auch nationalistisch geprägte. Vereinzelt Rechtsextreme wie der Publizist Jürgen Elsässer. Wenn wir wirklich Frieden wollen, ernsthaft, dann geht es hier nicht mehr darum, ich bin AfD und ich bin Grün und ich bin Gelb. Doch, es geht dann geht es um den Frieden darum. Und um nichts anderes. Nein. Und nicht um diese Scheiße, was ihr hier veranstaltet. Auf dieser Kundgebung sind Nationalfahnen verboten. Wenige Deutsche und Russische sind doch zu sehen, ukrainische aber gar nicht. Sarah Wagenknecht wird bei dieser Kundgebung von der Parteiführung der Linken nicht unterstützt. Sie habe sich nicht genug von AfD und Co. abgegrenzt. Ihr Mann Oskar Lafontaine, einstiger Mitgründer der Linken, ist an ihrer Seite. Er hat die Partei bereits vor einem Jahr verlassen. Außer Sarah Wagenknecht wird niemand von der Linken noch auf der Bühne sprechen. Ja, stehen wir jetzt. Ah, danke Sarah. Ihr Lieben, wir sind so glücklich, das zu sehen. Liebe Friedensfreunde, wir sind nicht nur viele. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, weil Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung. Applaus
Was erzählt man uns da eigentlich für Geschichten? Panzer schaffen Frieden, Waffen retten Menschenleben. Und der ukrainische Oligarchenkapitalismus, der genauso korrupt ist wie der russische, kämpft angeblich für unsere Freiheit und unsere Demokratie. Ihr habt ja alle verfolgt, was passiert ist. Wir seien zynisch, gewissenlos, amoralisch, Handlanger Putins, womöglich sogar von Putin bezahlt. Ich meine, die Kampagne gegen uns, sie gipfelte darin, dass man versucht hat, uns in die Nähe der extremen Rechten zu rücken. Daran sieht man, wie krank die Diskussion in Deutschland inzwischen ist. Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts? Und Kriegsbesoffenheit ist dann wohl links. Einige haben ja offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren. Und doch, einen Abend zuvor versucht Björn Höcke von der AfD einen vergifteten Schulterschluss. Liebe Sarah Wagenknecht, das geht jetzt in Ihre Richtung. Ich glaube, Sie haben, was die Friedenspolitik angeht, die richtige Position gefunden. Allerdings müssen Sie leider bemerken, und Sie sind eine kluge Frau, dass Sie mit dieser Position in Ihrer Partei, die Linke, auf weiter Flur mehr oder weniger alleine stehen. Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns. Und dann schlägt er Ihnen vor, Frau Wagenknecht, kommen Sie zu uns. Hier können Sie die Politik machen, von der Sie bei der Linken nur träumen. Machen wir gemeinsam Deutschland zur Friedenspartei. Warum tun wir dem Mann den Gefallen, ihn für so wichtig zu halten? Er will, dass die AfD stark wird. Ich will nicht, dass die AfD stark wird. So, ist ja völlig klar. Also habe ich jetzt nicht vor, mich an Höcke abzuarbeiten. Ich halte den Mann also für einen Rechtsextremen und ich will mit dem nichts zu tun haben. Aber liegt es nicht in der DNA der Linken und in ihrer DNA, sich dagegen mit allen Mitteln zu wehren? Ich finde es viel wichtiger, dass man den Menschen, die jetzt AfD wählen, weil sie das Gefühl haben, alle anderen haben sie im Stich gelassen, dass die wieder ein seriöses Angebot bekommen. Und deswegen haben Sie auch gar nicht darauf reagiert? Nein, natürlich nicht. Also ich werde nicht Mitglied der AfD. Also ich glaube, also jeder, der mich kennt, sollte das wissen. Wenn man Beifall von der falschen Seite hat, soll man sich dafür entschuldigen. Also das ist doch absurd. War diese Kundgebung schon der endgültige Bruch zwischen Sarah Wagenknecht und der Linken? Die große Friedenskundgebung von Frau Wagenknecht und von Frau Schwarzer, wie bewerten Sie die? Die Linke hat an dem Wochenende grundsätzlich dazu aufgerufen, gegen den Krieg und für eine friedliche Verhandlungslösung auf die Straße zu gehen. Das war nicht unsere Kundgebung, wir haben die nicht organisiert. Und am Ende muss das jeder selber bewerten. Hat Sarah Wagenknecht die Partei Die Linke mit einbezogen in die Planungen? Nein, hat sie nicht. Also sie hat sie nicht. Wir waren nicht einbezogen, wir wussten das auch nicht. Und deswegen waren wir auch nicht mit Veranstalter und haben auch keine Einfluss gehabt jetzt auf die Rednerinnen und Redner oder auf den Ablauf. Ja. Warum hat sie das nicht gemacht? Das müssen Sie fragen. Sie war kurz vorher bei Ihnen im Parteivorstand, oder? Ja, wir sind ja auch im Austausch miteinander. Sie war im Parteivorstand gewesen. Das müssen Sie fragen. Wie genervt sind Sie von solchen Alleingängen von Sarah Wagenknecht, wenn sie kurz vorher im Parteivorstand ist und dann aber nicht abspricht, dass es diese große Friedenskundgebung geben soll? Ja, also natürlich wäre es gut gewesen, das vorher gewusst zu haben. Und natürlich wäre es gut gewesen, wenn man Dinge zusammen macht. Das war in dem Fall nicht so. Und Nicht genervt, doch genervt? Das ist doch, weiß ich nicht, ist das eine Kategorie, genervt oder nicht genervt? Also ich bin wirklich stinksauer über diese fortgesetzten Ankündigungen über eine Partei, Neugründung angesichts von sozialer Kälte, von Inflation und Streiks, von Krieg und Klimakrise, also einer Zeit, in der die Linke mehr denn je gefordert ist, anzukündigen, dass man in den kommenden Monaten dann über die Bildung einer konkurrierenden Partei entscheiden will. Das ist einfach verantwortungslos
Und es ist parteischädigend. Ich würde mir wünschen, Herr Schürdewan würde mal drüber nachdenken, wo sein Anteil daran ist, dass die Linke einfach nicht mehr auf die Beine kommt. Ich meine, dass überhaupt über eine neue Partei diskutiert wird, das hat ja damit zu tun, dass die Linke zurzeit bei den Umfragen also weit zwischen 4% und 5% rangiert, dass sie eine Wahl nach der nächsten verliert. Ich meine, das ist doch nicht mein Lebensideal, Parteien zu gründen. Also weiß Gott nicht, sondern es ist ja aus der Not geboren, dass die Linke sich verabschiedet. Sarah Wagenknecht muss jetzt für Klarheit sorgen, weil es nicht geht, dass die Strukturen und Ressourcen der Partei und der Fraktion für die Planspiele zur Gründung einer Konkurrenzpartei genutzt werden. Ich nutze keine Ressourcen der Partei, auch nicht der Fraktion für Planspiele. Also welche Ressourcen nutze ich da? Das ist ja völlig absurd. Naja, de facto fordert er mich damit zum Austritt Austritt aus der Linken, Austritt aus der Fraktion. Also, ja, das beeindruckt mich jetzt nur begrenzt. Aber Sie hören das, Sie nehmen das wahr, aber das beschäftigt Sie nicht weiter. Ehrlich gesagt, mich beschäftigt schon, in welchem Zustand die Linke ist. Also ich meine, das ist ja auch ein Projekt, da hängt ja Herzblut dran. Ich habe mein Leben, mein politisches Leben mit dieser Partei verbracht. Und jetzt ist sie in einem so erbärmlichen Zustand. Natürlich treibt mich das um, das tut auch weh. Aber ja, ich kann es ja nicht ändern. Vielleicht könnte Sarah Wagenknecht es ändern, aber will sie es noch? Es ist Ende März. Mittlerweile spricht sie offen darüber, dass sie sich bis Ende des Jahres entscheiden will, ob sie eine neue Partei gründet oder nicht. Was passiert mit der Linken, wenn ihre populärste Politikerin mit einer Konkurrenzpartei startet? Die politische Landschaft würde das auf jeden Fall gehörig verändern. Die Linke, es würde sie zerreißen und sie würde wahrscheinlich ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren. Verhindern will das Gregor Gysi. Es geht auch um sein Lebenswerk. Eine Partei, die er mit gegründet hat. Eine Partei, die ihre Wurzeln in der SED hat, deren letzter Vorsitzender er noch war. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass Sie die Partei zusammenhalten? Ach, wissen Sie, das ist täglich unterschiedlich. Mal habe ich mehr Hoffnung, mal habe ich weniger Hoffnung. Das weiß ich nicht. Es gibt ja neben der Gründung einer zweiten Partei gibt es ja auch ein Zerbröseln. Ja, das ist auch nicht besonders gut. Sarah Wagenknecht sagte, der Niedergang der Partei kann nicht ihr zugerechnet werden, sondern sie will ja nur eine eigene oder eine neue Partei gründen, weil die Partei im Niedergang ist. Jeder hat seine Dialektik. Das ist ja völlig klar. Und da ich selber nie schuld bin, sind immer die anderen schuld. Das ist die einfachste Philosophie, die, glaube ich, alle meiner Partei beherrschen. Und wie würden Sie sich den Niedergang der Partei erklären? Das habe ich noch nicht so. Ich werde mir überhaupt nicht den Niedergang der Partei erklären, weil ich ja noch nicht davon ausgehe, dass sie niedergeht, sondern glaube, dass sie noch die Kraft findet, sich zu erholen. Wenn sie denn niedergegangen ist, können sie ja gerne wieder zu mir kommen. Und wenn sie nicht niedergegangen ist, müssen sie aber auch zu mir kommen. Und trotzdem, Herr Gysi, bemühen Sie sich ja total darum, dass Sarah Wagenknecht in der Partei bleibt. Warum eigentlich? Das ist nicht meine Aufgabe, das muss sie entscheiden. Ich möchte nur nicht, dass sie die Partei spaltet. Und ich glaube, dass sie für die Partei eigentlich auch ein Gewinn ist, wenn man bestimmte Verhaltensweisen abändert allerdings. Aber natürlich muss man wissen, wenn man spaltet, ist völlig klar, das ist auch eine Kampfansage. Berlin, vor der Parteizentrale der Linken. Der Parteivorstand hat zu einer außerordentlichen Pressekonferenz geladen. Es ist der 10. Juni. Es wird wieder um die Genossin Wagenknecht gehen. Die Hinweise verdichten sich, dass Sarah Wagenknecht es doch mit der Gründung einer neuen Partei ernst meint. Die Mitglieder des Vorstandes haben lange an diesem Samstag diskutiert und sind zu einem einstimmigen Beschluss gekommen. Sie wollen nicht nur auf Sarah Wagenknecht reagieren, sondern die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen. Es wird dadurch nicht einfacher werden. Es ist deutlich geworden, dass vor allem Sarah Wagenknecht ihre Zukunft nicht mehr in dieser Partei sieht. Sie hat den Bruch mehrfach öffentlich vollzogen. Sie hat mit der Linken gebrochen. Das heißt, die Zukunft der Linken ist eine Zukunft
ohne Sarah Wagenknecht. Der Parteivorstand hat heute auch einstimmig festgestellt, dass alle Abgeordneten, die aktiv an der Gründung einer konkurrierenden Partei mitarbeiten, dass es nur konsequent wäre, wenn sie ihre Mandate zurückgeben, wenn sie auf ihre Mandate verzichten. Das ist eine Selbstverständlichkeit. 3 Tage später. Die Fraktion trifft sich im Bundestag. Einziges Thema? Der Vorstandsbeschluss. Also, dass alle, die an einer Konkurrenzpartei arbeiten, ihre Mandate zurückgeben sollen. Sarah Wagenknecht kommt zu dieser Sitzung nicht. Gregor Gysi auch nicht. Wir haben ganz viele Fehler gemacht. Das kann ich zumindest gesichert feststellen, dass alle ganz viele Fehler gemacht haben. Und das Problem ist, dass keiner glaubt, dass er Fehler gemacht hat. Jemand, der überall sagt, meine Partei bringt's eigentlich nicht. Man müsste dringend eine neue gründen. Ich finde, da hat der Parteivorstand übergroße Toleranz gezeigt. Was notwendig war zu sagen, hat der Parteivorstand am Wochenende gesagt und beschlossen. Und für mich ist das Thema damit jetzt auch durch. Das Tischtuch ist politisch damit zerschnitten und die Schere in der Hand hält der Parteivorstand. Eigentlich müsste der Parteivorstand geschlossen zurücktreten. Der Parteivorstand wird nicht zurücktreten. In den folgenden 3 Stunden wird aber auch die Fraktion keine Machtprobe wagen. Sie fordert niemanden auf, das Mandat zurückzugeben. Das Wagenknecht-Lager ist einfach zu stark. War das jetzt heute einmal diskutiert? Ja. Hat das jetzt eine gewisse therapeutische Wirkung für alle gehabt? Oder wohin geht das jetzt? Die Wirkung auf meine Fraktion kann ich jetzt schlecht einschätzen, wie der Einzelne oder die Einzelne darüber redet. Der ist hier natürlich zur Kenntnis genommen worden, kontrovers diskutiert worden. Ich glaube auch, dass die Mitglieder des Vorstandes einiges mitnehmen konnten für das weitere Agieren. Punkt. Die Saarschleife. Nahe der französischen Grenze in einem kleinen Ort wohnen zurückgezogen Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Der politische Trubel Berlins. Die Diskussionen in der Fraktion sind hier weit weg. Es ist Juni. Die Vorbereitungen zur neuen Partei laufen. Aber noch, so Wagenknecht, ist alles nicht solide vorbereitet. Noch könne sie nicht starten. Sie sagt auch, würde sie jetzt doch keine neue Partei gründen, wären viele Menschen enttäuscht. Und das wäre nicht gut für ihr Ansehen. Schon längst hat sie sich von der Linken verabschiedet. Frau Wagenknecht, der Parteivorstand hat Sie vor wenigen Tagen aufgefordert, Ihr politisches Mandat niederzulegen. Was macht das mit Ihnen? Naja, da ich von diesem Vorstand nicht mehr viel erwarte, hat mich das jetzt auch nicht sonderlich schockiert. Es ist schon im Kern nicht nur ein persönlicher Konflikt, es ist ein inhaltlicher Konflikt. Und der Parteivorstand will eine andere Partei, er will in eine andere Richtung und hat das ja auch schon sehr stark umgesetzt. Also die Linke ist ja schon eine andere Partei. Offene Grenzen für alle, Solidarität mit den Klimaklebern, all diese Dinge, die nach meinem Empfinden doch bei sehr vielen Menschen überhaupt nicht ankommen. Würden Sie denn das so bewerten, dass Sie gerade Ihre politische Heimat verlieren? Ja, ich habe schon in der Linken meine politische Heimat verloren. Also das würde ich nur jetzt in der Vergangenheit sehen, nicht mehr als Prozess. Wenn Sie das so klar für sich entschieden haben, warum gehen Sie dann nicht einfach sofort? Ausschließlich wegen der Bundestagsfraktion. Wenn es jetzt Austritte gibt, dann würde es ja nicht bei meinem Austritt bleiben. Und das würde dann schon vielleicht eine Dynamik auslösen, die die Fraktion zerlegen würde. Wie viele Menschen würden Sie mitnehmen aus der Linken? Das wird man sehen. Also es ist ja auch die Frage, wollen wir jetzt eine riesige Massenpartei sein oder wollen wir sozusagen vielleicht erstmal als kleinere Partei starten? Und haben Sie aber auch Angst vorm Scheitern? Also sprich, dass diese Partei vielleicht doch nicht so erfolgreich wird, wie Sie sich das gerade erhoffen? Ja, wenn man etwas politisch macht, etwas Neues beginnt, gerade so etwas, muss man immer auch mit dem Scheitern rechnen. Ich hoffe das nicht. Und ich versuche im Vorfeld alles dafür zu tun, dass es nicht scheitert. Aber ich glaube, wenn man so große Angst vorm Scheitern hat, dass man nichts mehr anpackt, dann muss man eben auch politisch die Konsequenz ziehen. Dann kann man eben politisch nichts mehr bewegen. Mittlerweile gibt Sarah Wagenknechts Ehemann nur noch wenig Interviews.
Der 80-jährige Oskar Lafontaine? Einst linke Führungsfigur, heute größter Kritiker der Partei. Ist Lafontaine im politischen Ruhestand? Oder hat er sich doch noch nicht ganz aus der Politik verabschiedet? Würden Sie in eine neue Partei von Sarah Wagenknecht noch mal eintreten? Die Frage einer neuen Partei stellt sich unabhängig von einzelnen Personen. Würden Sie noch mal eintreten in eine neue Partei? Die Frage von neuen Parteien stellt sich unabhängig von einzelnen Personen. Reizt es Sie noch mal? Ich habe 5 Jahrzehnte oder länger Politik gemacht. Jetzt sind andere mal dran. Und sind Sie für Sarah Wagenknecht mit so viel politischer Erfahrung Ratgeber? Über unser Binnenverhältnis fasle ich nicht in der Öffentlichkeit. Gut. Braucht die Bundesrepublik Deutschland eine neue Partei? Das ist offenkundig. Wenn man die ständigen Voten der Wählerinnen und Wähler sieht, es wird auf jeden Fall aufgrund der Leerstelle im Parteiensystem wird es wieder eine Partei geben, die soziale Belange in den Vordergrund stellt und die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung in den Vordergrund stellt. So einfach ist das. Eine linke Partei? Eine Partei, die die sozialen Belange in den Vordergrund stellt, ist immer eine linke Partei. Und eine Partei, die den Frieden in den Vordergrund stellt, Frieden und Abrüstung, ist immer eine linke Partei. Wird es dann 2 linke Parteien geben? Ich bin kein Prophet. Berlin, Mitte Juli. Thomas Nord hat in den vergangenen Monaten noch 2 weitere Treffen der sogenannten progressiven Linken organisiert. Sie wollen endlich eine Entscheidung. Die Bundestagsfraktion soll sich von Sarah Wagenknecht trennen. Seit dem Beschluss des Parteivorstandes vor einem Monat ist in der Fraktion nichts passiert. Nur Sarah Wagenknecht arbeitet weiter an ihrer neuen Partei. Es ist ja erklärt, es ist ja nicht vermutet. Man weiß sogar, dass die unterwegs sind. Ja, die werben schon Leute ab in den Kommunen, in den Landtagen. Überall werden Gespräche geführt, um Leute aus der Linken in diese Partei, in diese neue Partei zu überführen. Das weiß auch die Fraktionsführung und sie meint, sie kann es ignorieren. Also man hat den Eindruck, es ist so ein Prozess, der nicht endet. Also der Never-ending Story. Jawohl, das ist es. Das ist eine never-ending Story, die einfach mit dem vollständigen, die einfach zur vollständigen Zerstörung der Partei führen wird. Das ist so, ja. Das ist das Warten auf Godot. Das ist das sich immer im Kreis drehen und immer wieder dieselben Storys und immer wieder dieselben Ausreden und dieselben Phrasen vor sich hertragen. Wir sind sozusagen in einem Prozess der ständigen Selbstbeschädigung unterwegs. Und zwar mit vollem Bewusstsein einiger handelnder Personen, von denen ich heute Abend einige sehen werde. Deswegen bin ich auch hier, um das nochmal zu hören und nochmal zu gucken, ob die irgendwas begriffen haben oder ob die weiter ihren traumwandlerischen Zerstörungsprozess fortsetzen wollen. Das Gebäude des neuen Deutschland. Die Zeitung war zu DDR-Zeiten das Zentralorgan der SED. Die Bundestagsfraktion hat zu einer Podiumsdiskussion geladen, auf Initiative der Kommunistischen Plattform. Heimspiel für Sarah Wagenknecht. Es geht um sie, aber sie ist gar nicht dabei. Dafür aber prominente Genossinnen und Genossen aus der Fraktion. Die alte Ostgarde. Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Gesine Lötsch. Warum gibt es heute diese Veranstaltung hier im tiefen Osten? Nur um einen wahren Aufschwung zu erreichen, wir werden es sehen. Und ist die Linke noch zu retten? Na klar. Eigentlich sollte die Veranstaltung Ist die Linke noch zu retten heißen. Dann wurde sie doch umbenannt in Die Linke stark machen. Viele hier waren schon zu DDR-Zeiten in der SED und können den Umgang der Linken mit ihrer Sarah Wagenknecht nicht verstehen. Es macht einen großen Unterschied, ob sie geht oder ob wir sie wegschicken. Das ist für mich der entscheidende Unterschied. Ich möchte nicht, dass sie geht, aber ich werde sie auch nicht wegschicken. Wenn sie aber gehen sollte, gehen natürlich einige mit, aber es ist keine Spaltung. Es ist nicht die Hälfte und die Hälfte. Es ist eine Abspaltung. Okay, und dann müssen wir damit umgehen. Aber eins sage ich auch, das habe ich auch immer gesagt, wenn man jetzt eine neue Partei gründet und diese verlässt, darf man die Mandate nicht mitnehmen. Weil
Man ist ja nicht gewählt worden, um die Linke kaputt zu machen, sondern man ist ja für die Linke gewählt worden. Wenn wir nicht gemeinsam agieren, haben wir keine Chance. Und daran sollten wir uns orientieren, liebe Genossinnen und Genossen. Ich glaube nicht, dass die Probleme, die wir haben, an einer Person, auch nicht an Sarah liegen. Sie sind viel tiefer gehen. Wir haben so eine kluge, intelligente, engagierte Frau mit Sarah Wagenknecht. Und wir müssen um sie kämpfen, wir müssen uns bei ihr entschuldigen. Ich finde, zur Breite unserer Partei gehört selbstverständlich auch Sarah Wagenknecht. Herr Gysi, war das heute ein Zeichen der Fraktion, Sarah Wagenknecht auf jeden Fall zu halten? Nein, darum geht es ja gar nicht. Das entscheidet sie doch selbst. Aber wenn sie geht, müssen wir die Konsequenzen ziehen. Jetzt geht schon das Licht aus. Aber sagen Sie, aber Sarah Wagenknecht möchte die Partei verlassen. Sie sagt auch, sie hat keine politische Heimat mehr in der Linken. Ja, das sagt sie so. Und dann macht sie es aber nicht. Das heißt, da gibt es doch auch Widersprüche in ihr, ganz offenkundig. Wie lange kann sich denn die Linke jetzt diese Querelen halt was noch leisten? Was wollen Sie denn? Nee, wollen Sie ja, dass wir sie umbringen oder dass wir sie ausschließen? Oder was ist Ihr Wunsch? Natürlich nicht, aber wie lange kann sich, ich meine, die nächsten Wahlen stehen an in Hessen. Ich weiß, die AfD wird immer wir müssen stärker durch. Stärker. Durch Krisen meine, muss man immer durch. Was glauben Sie, was mir 89, 90 alles erzählt hat, was nicht geht? Und das ging dann doch. Also ist die Linke noch zu retten? Ja, klar. Ich bin aber immer ein Zweckoptimist. Das darf man nicht vergessen. So, Herr Nord. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Mir fehlen noch ein wenig die Worte. Ich hatte ja keine Erwartung und das ist unterboten worden. Ist unterboten worden? Dieser Kurs ist der Untergang der Partei. So, und das ist offensichtlich bei bestimmten Leuten da oben noch nicht angekommen, dass sozusagen genau das das Problem ist, dass das Halten von Sarah Wagenknecht diese Partei spaltet und nicht umgekehrt. Das ist der Vorgang. Zwei Tage später bei Sarah Wagenknecht im Bundestagsbüro. Auf die Entscheidung, ob die Linke sie ausschließt, wird sie wohl nicht warten. Wenn ich mir das vorstelle, vor 5 Jahren oder so, da war ich noch Fraktionsvorsitzende, ja doch, vor 5 Jahren. Also, dass ich jetzt aus der Partei geschmissen werden soll, ist schon irgendwie. Können Sie aber nachvollziehen, dass viele jetzt in der Partei denken, diese Hängepartie muss ein Ende haben? Es muss jetzt. Die wird ja auch ein Ende haben. Ich habe ja immer gesagt, vor Ende des Jahres werde ich das entscheiden. Und ich denke, was man schon sagen kann, es wird sehr deutlich vor Ende des Jahres sein. Also jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen? Ich hoffe noch im Oktober. Vor wenigen Tagen ist ja bekannt geworden, dass aus Ihrem Umfeld der Verein gegründet wurde, BSW, für Vernunft und Gerechtigkeit. Ist das jetzt diese Vorfeldorganisation für Ihre Partei? Das werden wir auch kundtun, wenn wir starten. Ich habe nichts damit zu tun, dass das in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Eigentlich war das, glaube ich, von allen Beteiligten nicht unbedingt beabsichtigt, dass das schon überall in der Presse steht. BSW steht für Bündnis Sarah Wagenknecht, richtig? So wurde es interpretiert, das liegt ja auch nahe. Aber Sie wissen ja, ob das, also wofür BSW steht. Ja, ich habe schon immer mal überlegt, was es noch heißen könnte. Es ist mir nichts eingefallen. Und trotzdem wirkt das jetzt alles so wie der längste Parteiaustritt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Also der Parteiaustritt, wenn der kommt, wird an einem Tag geschehen. Und nehmen Sie Ihr Mandat mit oder geben Sie das Mandat zurück? Nein, also ich bin fest davon überzeugt, das sagen mir auch viele Menschen, dass damals trotz des schlechten Ergebnisses auch noch viele eben die Linke gewählt haben. Nicht zuletzt, weil ich auch in der Linken bin. Deswegen finde ich, dass ich auch alles moralische Recht habe, mein Mandat mitzunehmen. Also ich meine, ich bin Bundestagsabgeordnete, ich bin gewählt und selbstverständlich gebe ich das nicht zurück. Dann würde die Fraktion zerfallen, zerbrechen? Vermutlich. Also ob dann auf der anderen Seite nur eine Gruppe oder vielleicht auch noch zwei, die sind sich ja auch alle nicht einig, das weiß ich nicht. Aber das ist dann nicht mehr mein Ding.